Oh, was ist das denn? Wie geil! Die sind da hinten eine Sandburg am Bauen. Oh, Miva Dodeveppi? Pomeray Quas. Zenebib Bolingo. Nerbishopic, huh? Ooh. Burl. Lovahar Grip Gurgadon. Okay, Aktionen. Warum kann sie nichts Normales machen? Paythemion. Nasine Pafarbol. In a prep soon, was mich ja jetzt eher so ein bisschen interessieren würde, was die beiden hier gerade machen. Jetzt geht er einfach woanders hin, das kann er doch nicht machen. Stell dich doch erstmal vor, Ben. Na los! Ihr seid lustig. Yes, yes, happy I'm from. Honka free, Meshka. Was macht sie denn da die ganze Zeit? Sie ist irgendwas am Suchen? Farsi. Ach, die haben eine Heilstatue gemacht. Oh, nicht schlecht. Oh ne, zerstören wollen wir die nicht. Urazap? Ah, Suna Nibna. Ruby Niara? Oh, Rabobi. And Fabi Frenoy. Okay, das kam wohl nicht ganz so gut an, dass er gefragt hat, ob er ein Wassermann ist. Ah, Ben ist schon mal charismatisch geworden. Das ist toll. Das braucht er natürlich auch für seinen Job. Shabini Jabit, Turp System, Shema Corbeth, Lambas, Naya Floof, Yamasada. Die Comedy-Fähigkeit hat er auch erworben, okay. Freud Mahan. Aha. Ephedroy Yambara. Wituni. Sepsito. Wissa, Jim. Ah, Bombadoy. Hoopta. Ben ist der Musikliebhaber. Ja, das ist richtig, aber wir haben noch leider kein Geld, um irgendetwas zu kaufen. Die beiden lassen wir jetzt erstmal ein bisschen unterhalten. Mal schauen, was sie jetzt hier eigentlich macht. Sie findet hier die ganze Zeit irgendwelche... Was war das? Sie findet die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier im Sand. Wie die meisten Tiere kann auch Sabrina auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen besser kennenzulernen. Da sage ich gerade was. Da sage ich gerade was. Das ist schön, was ihr da macht, aber... Was sitzt du denn hier auf meiner Couch rum? Hallo, geht's noch? Aber irgendeiner muss mal das Ganze hier füllen. Und am besten wird es Jake sein. Damit sie nämlich Kommunikation mit dem Elementarwesen... Was? Verbleibende Zeit. Ach so, die sind nicht so lange da. Die sind nur noch 45 Minuten da. Die Elementarwesen der Insel wurden aufgerufen. Mach dich auf ihren Segen oder ihr Urteil gefasst. Okay. Noise, Bafa. Vielleicht sollten wir da ein bisschen freundlicher zu denen sein. Die Katze ist auf jeden Fall schon voll fasziniert. Die Finger von Sulani? Bitte? Was hast du gefunden? Tibuambik? Ah, Hoi voi, you be me. Gomip. Antrip. Okay, er ist sehr angespannt. Wir schauen mal eben. Da war's. Nach seinen Bedürfnissen. Aber seine. Hat der sich jetzt gerade mit ihr gestritten oder was? Will er mich veräppeln?
Nichts gefunden, Morgana? Das tut mir aber leid für dich. Oh, ich glaube, dein Bruder möchte mit dir sprechen. Bafani Dawi, Prubara. Rev Sigapala Chaba, Yinaba Yaflam Shusha. Smurg Zukinik Safoim. Und sie ist voll angetan. Hamba Bleed? Pana Diola. Es ist übrigens reiner Zufall, dass Bruder und Schwester beide so außergewöhnlich knallige Haare haben. Irgendwie ist das so gekommen, als ich die erstellt habe. Lektion, liebt die Natur. Jake liebt die Natur. Zeit im Freien ist für solche Sims ein Muss. Doch die emotionale Belohnung ist es wert. Okay, Jake steht jetzt da hinten so ein bisschen doof rum. Er ist glücklich. Ach so, ho. Er war angespannt, weil er drinnen war. Kann das sein? Wo sind die anderen denn jetzt hin? Jetzt spricht hier keiner mehr. Ach, die sind schon weg. Ach so. Was ist mit Melody los? Du bist... Nein. Nein, du bist jetzt wohl nicht die Couch hier. Hallo? Mecker das Tier aus. Mecker das Tier aus. Wir haben noch kein... kein Geld für einen Kratzbaum. Glaube ich zumindest. Moment, ich schau mal eben nach. Kratzbaum. Doch, die kleinen Kratzbäume. Hier Spielzeug. Ist aber nur das Spielzeug, ne? Tiermöbel. Ach, das war das. Ja, die sind nämlich leider, leider noch zu teuer. Katzenbaum. Naja, gut. Katzenbaum würde wahrscheinlich nicht reichen. Also sie braucht wahrscheinlich wirklich noch einen Kratzbaum mit dabei. Das heißt, ich hole ihr auf jeden Fall mal eben einen. So, den wir mal hier in die Ecke stellen. So. Nee, du solltest sie ja belehren. Go. Mecker die Katze aus. Los. Nee. Ovalanif. Burba. Ninua Boofy. Hm, böse Katze. Ganz böse Katze. Florbis Faloni. Verdisch. Lamina Quar. Clevite Chelner. Zeragwa. Volmip. Flizza. Quinard. Lanaga Klonka. Skuma. Fubame. Aw. Quips. Wissum. Engel Mifwa. Beckenoy Shun. Oh, Meev Binkoya, Sarabixu, Cenobib Bolingo. Oh, das ist aber wirklich krass mit der Anspannung. Gummiow, Bouchard Flassel, Fool, Yamsa Prita, Grump Tibo. Noch ein letzter Kuss und danach musst du dahin gehen, wo du hin musst. Das nenne ich mal ein glückliches Liebespaar. Nein, du gehst jetzt nicht auf Toilette. Nein. Geh weg da. Geh weg. Sie muss auf Toilette. Geh weg da. Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, Moment. Halt, stopp. Oh, falsche Taste. Hereinbitten. Los. Deine Frau ist gerade auf dem Klo, sie kann gerade nicht. Genau, das mache ich auch immer so. Ich stelle mich mit dem Rücken zu den Leuten und bitte sie dann hinein. Upla? Caesar Chabot? Oh, Yabahorn! Schönen Flibin Janzoga! Schmazeltambra! Fanoi! Was hat die eigentlich immer mit dem Müll? Die sollte sich freundlich vorstellen. Und wer ist das?
Balain, Kusa Chuva, Rishi Pando. Hallo, du sollst dich vorstellen bei ihm. Ah, Yanabi. Oh, Smurgis. Yibs, Turub, Quink, Kuzip, Plevar. Oh, Naba Quink. Dag Dag. Zagutwe, Yaborba. Ponka, Yibs, Yibs. Buna, Wibis. Oh. Narfa. Ribu Jam. Kabla. Ah. Ach, da kommt noch jemand. Oha, wieso drücke ich eigentlich immer die falschen Tasten? Yabin. Balachurf. Hallo. Guten Tag. Gobi Gob. Ah, nicht rausgehen. Komm doch einfach rein. Das Mikos Karenzi. So, so. Oh, Zap, Yaza. Franka. Ach, die arme Katze kam nicht mehr raus. Sie stand mitten im Weg. Joyem Galeb. Mirbalas. Chimray Jabin Slothish. Gownim. Jabin. Sichim. Hafenet. Pumare. Lenarga Mibi. Shwe Bao. Desperus. Gibora. Yebu. Ja? Yebony. Nifwa. Olga. Riz. Fara. Trofa. Morgana hat die neue Fischspezies Goldfisch bestimmt. Hä? Die an einigen Angelplätzen von Juliana Ngata entdeckt wurde. Hat Informationen über die neueste Entdeckung im Notizbuch aufgezeichnet. Okay. Hey Kleiner, komm rein. Was macht denn der jetzt hier? Ach, das Essen dann machen. Macht der denn wenigstens was für alle? Oh, die hat kein Katzenklo. Oh ja, das habe ich eben doch noch gesagt. Das war da doch erstmal das günstigste. Vergrößerte Tierschlafstation. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Dass wir da erstmal leider das günstigste holen müssen. Oh Gott, ist das Ding groß. Müssen wir jetzt hier reintun. Anders geht das nicht. Rosa oder Pink? Ich finde dieses Pink so mächtig irgendwie. Ja. Wo schläfst du, Katze? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier überhaupt gar keinen Platz für dich. Ich würde sagen, wir machen dir hier erstmal ein Plätzchen, damit du hoffentlich, obwohl, Moment, könnten es auch direkt ins Wohnzimmer machen. So, dann ist sie erstmal da raus. So, Entschuldigung, Entschuldigung. Katze? Du sollst nicht auf Toilette gehen, du sollst... ich will das nicht im Inventar platzieren. Hallo, Katze? Wieso kann ich die Katze... Ach so. Nö. Kann ich die Katze nicht spielen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Oh Gott, es ist wirklich so lange her. Was passiert jetzt hier? Die machen sich jetzt jeder was Eigenes zu essen oder was? Und keiner bietet den Gästen mal was an. Habt ihr sie eigentlich noch alle? So, du wirst jetzt erstmal Abendessen servieren für alle. Und zwar was Gutes. Gartensalat. Sie sieht so traurig aus. Warum ist sie so traurig? Vielleicht möchte sie ja mithelfen. Ich hoffe, sie war fertig mit... Den isst er aber schön alleine, Mädel. Den isst jetzt kein anderer mehr. Nee, das ist, glaube ich, Makaron. Nee, ist doch Gartensalat. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Oh. Was macht der Junge denn da? Hallo? Hallo? Bist du das jetzt, Er macht es sauber. Okay, ich wollte schon sagen... Warum hat der jetzt hier...
alles dreckig gemacht und dann sauber gemacht. Wahrscheinlich hat jemand mit ihm gemeckert. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Hier ist... Ja, sie ist angespannt, weil sie drinnen ist, Leute. Es tut mir leid. Hat er jetzt das Essen eigentlich serviert? Wo ist denn das? Hier steht doch gar nichts. Hä? Aber wir sind anscheinend schon recht gut Inselbegrüßungskomitee. Willkommen auf der Insel Sulani. Die Insulaner... Ich gehe mal ein bisschen raus, hier versteht man ja gar nichts mehr. Die Insulaner sind nett und freuen sich, dich in ihrer Heimat begrüßen zu dürfen. Vielleicht bringen sie dir auch Kava vorbei. Ist das was zu essen? Komm, komm, mit dir rede ich, komm. Freundlich vorstellen. Nein, sie hat den Finger da gelassen. Also irgendwie, glaube ich, hat sie leichte Probleme, wenn sie angespannt ist. Also was ich auf jeden Fall machen muss, sind Fenster reinmachen. Ganz, ganz große Fenster. Und ich würde auf jeden Fall eine Terrasse noch anbauen. Vielleicht eine Terrasse, die so übers Wasser geht oder so. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Weil wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, ich konnte ja hier reinbauen. Ja gut, andererseits, das Haus muss jetzt auch nicht so viel größer sein. Eigentlich reicht ja der Platz. Also die brauchen was zum Schlafen. Gut, die Küche könnte man jetzt was größer machen, Badezimmer ein bisschen vergrößern, aber jetzt auch nicht so immens viel größer. Grundsätzlich reicht es ja auch, das Wohnzimmer viel größer zu machen, damit man da dann noch... ein großes Bücherregal hinstellen kann. Das ist für mich immer besonders wichtig. Sag mal, geht es noch? Lass den Jungen in Ruhe. Schrei deine Katze an. Oh, Glangy, the laugh. Zambo. Timfi Varpasa. Oh, Granatoma. Böse Katze. Steve, Yodi, Plero. Perfava, Zoo, Zumbo. Lagora. Rina. Wanuba, Fatsoi. Zawa. Hosein, Smacy. Tibanahu. Frodoma, Rothase. Mubu's Kenda. Belindi. Ich glaube, sie ist gerade sehr, sehr angespannt. Ich würde sie jetzt... Ich würde es jetzt nicht mehr machen, aber da sie so einen großen Hunger hat, glaube ich, ist das mal lieber, auch wenn die Katze schon von gefressen hat. Oh mein Gott, wo ist die Katze eigentlich hin? Was ist denn mit dir los, Schätzelein? Na? Oh, Yarpanoosh. Lampima. Die anderen sind schon weg, so wie es aussieht. Narabu. Upa. Snabba. Kanad. Fumoy. Ah. Oh, tell a Jim Wibsy. Ich glaube, der Junge weiß, dass die Katze das Essen eben gefressen hat. Kann es euch me? Uh-uh.
Umarmen kann ich die Katze auch, okay. Sie dreht hier so völlig am Rad gerade. Das sieht irgendwie total genial aus, weil sie so angespannt ist. Das ist keine Katze. Das ist ein Dinosaurier, den du gerade hochhebst. Der wurde verfolgt von einem Polizeiauto. Und wisst ihr, wer das Polizeiauto gefahren hat? Frösche. Aha. Das habe ich alles aus dem Fernsehen. Habe ich mich ihm jetzt... Ach so, nee, er muss sich ihm vorstellen. Alfonso, Mipwim Rimple, Bekoya Shaper. Kankaru. Ooh. Shemp, Spaligorbanehi. And Fabi Finoy. Ibani Ishkawange. Brogi. Yakalau Shu Bretno. Oh, er träumt davon, die Teller abzuwaschen. Der Junge ist doch wirklich sehr gut erzogen. Parko. Er hat ja sogar aufgeräumt vorhin. Wir haben aber auch schon ziemlich spät. So, es tut mir leid. Ich glaube, er geht schon ins Bett, okay. Damit hat sich dann die Sache erledigt. So, er müsste auch bald mal ins Bett gehen. Ja, ich wollte dich gerade rausschmeißen. Aber wenn du schon von selber gehst, dann ist es okay. Ciao. So, er möchte auch ins Bett. Und ich habe den Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Betten noch gar nicht beansprucht habe. Hilfe. So, Moment. Beanspruchen. Tut mir leid. So, sie beansprucht das Bett jetzt. Und er kann es, glaube ich, dann auch nochmal beanspruchen. Hoffe ich zumindest. Nein, du sollst nicht dahin gehen. Du sollst schlafen gehen. So. So, sie... Oh. Es sind alle weg. Lass uns ins Bett gehen, Schatz. Mein Brüderchen schläft auch. Wieso zieht er sich jetzt nicht aus? Hallo? Die Katze schläft jetzt... Oh, das muss aber noch einer sauber machen da hinten. Angenehmes Gespräch und tiefe Bindung. Der Aufbau einer engeren Beziehung zu anderen ist ein Grund zur Freude. Ja, es sind 2 Stunden der Freude, die wir jetzt natürlich etwas überspringen werden. Achso, die schlafen schon. Okay. Dann kann leider keiner das Katzenklo mehr sauber machen. Dann würde ich sagen, dass wir die Familie jetzt erstmal in Ruhe lassen und in Ruhe schlummern lassen. Und dass wir in der nächsten Folge dann wieder reinschauen. Und dann ist es Montag. Ich denke mal, dann wird auch irgendjemand von denen arbeiten gehen. Und auf jeden Fall, wenn alle ausgeruht sind, kann ich dann mit Morgana ein wenig die Insel erkunden. Weil ich habe Morgana jetzt extra keinen Job gegeben, damit ich mit ihr viel machen kann. Was im Übrigen auch der Grund ist, weshalb ihr Bruder mit hier wohnt. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge erstmal gefallen und dass ihr noch viel Spaß am Inselleben der Sims haben werdet. Ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.